Hey und willkommen zu einer weiteren Episode von Pokémon Purpur in der indigo-blauen Scheibe. Von der Perspektive hier würde man denken, das ist einfach nur eine ganz normale Höhle. Dann habe ich sowas gesehen und wurde glücklich. Wir sind in einer Kopie der Elektrolyt-Höhle, genannt die Elektrolyt-Grotte. Und hier haben wir auch unser letztes neues Teammitglied gefangen. Und zwar WhatsApp, genannt Muffet, entwickelt in Voltula, welches leider unseren Marty als Teammitglied ersetzt hat. Ein Pokémon, was ich schon eine ganze Weile geplant habe, seitdem ich wusste, dass es hier im DLC ist. Und ja. Gut, gibt es hier noch irgendwas Interessantes? Nein. Wir klettern gerade diese ganze Höhle gerade ein bisschen nach oben und ich bin gespannt, wohin das hier alles endet. Und es endet einfach in so einem Loch. Okay. Da oben geht es auf jeden Fall weiter. Und hier ist der krasse Eingang. Wir waren aber da unten. Ich möchte auch einfach gerne da unten bleiben erstmal. Da haben wir, glaube ich, noch nicht alles erkundet. Wir haben hier, glaube ich, noch nicht alles erkundet. Wir sind hier rein, wenn mich alles täuscht. Also gehen wir jetzt mal hier. Gucken, wo wir rauskommen. Oh! Das ist aber ein bisschen schmierig von dir, mein Freund. Die da hinten, die Zapplerang tänzeln, naja, vor diesen Stein. Ein bisschen mächtig. Kann man hier eigentlich drauf? Also kannst du da hochklettern? Nee. Okay. Ob die auch was mit Terrakristallen zu tun hat? Haben? Ja, interessanter Gedanke. So. Aber jetzt scheint wirklich hier langsam Sackgasse zu sein. Da ist noch ein Minion. Das möchte jetzt selber sterben. So. Ja. Yeah. So, was? Hier oben ist noch was. Was ist da? Ja, guck mal an. Kleiner geheimer Bereich. So, was ist los? Was ist los? Mann. Hasse es. Ach Junge, ich raste aus. Wir müssen mich anlegen, ja? Ja? Okay! Flammenblitz! Du Dreck, sag du. Nice. Nice. Okay, weiter geht's. So. Hier ist nichts weiter. Ah ne, es geht noch höher. Natürlich geht's noch höher. We need to go higher. Na, ja, da ist noch ein Trainer. Diese Höhle. Oh, hier ist der Ausgang in den Polarbezirk. Oh mein Gott, ein Porygon, ich glaub's nicht. Wir sind noch nicht im Polarbezirk. Darum werden wir uns noch nicht kümmern. Porygon, Junge. Darum werden wir uns mal noch nicht kümmern. Aber was wir uns kümmern werden, ist dieser Trainer. Oh, ein schwarzer. Da möchte ich gerüsteter sein. Okay. Go! Welchen Schuljahr bist du, hä? Das geht dich gar nichts an. Timothy! Nette Frisur, Timothy. Porygon 2 und Rabigator, okay. Na dann schauen wir mal, wie wir hier vorangehen. Gut, Porygon 2 habe ich lange nicht mehr als Gegner gesehen. Obwohl doch, ich glaube effektiv im SDLP war es ja schon ein bisschen häufiger wieder, wegen Porygon 2, Porygon Z. Ah, oh, das heißt, irgendein Trainer könnte hier potenziell einen Porygon 2 mit Evoliten oder sogar einen Porygon Z besitzen. Auf was ich beides, bei wem auch immer das, wer auch immer das dann hat, wirklich gar keinen Bock drauf habe. Wieso kann ja eigentlich jedes Pokémon Pferdestärke? Also wirklich, what the fuck? Ladungsstoß. Natürlich trifft es Rabigator nicht. Ah, oh, ich hasse es.
Das Schöne ist, man könnte meinen, man fühlt sich jetzt so, als ob man hier 4 Pokémon hätte, weil wir haben ja Zebritz aber abgegeben und deswegen haben wir doch nur 3 Pokémon. Und wir sind eigentlich genau auf demselben Stand wie vorher, nur dass wir jetzt halt zusätzlich den Typen Käfer haben, der uns aber in dem Moment gerade sehr viel bringt. So. Und du setzt Psychokinese auf Porygon ein. Reicht zwar nicht, aber egal. Auch da reicht es nicht. Aber der Angriff ist verringert und das ist schon mal gut. Tarnsteine werden gesetzt. Okay, ab jetzt kommen eh keine relevanten Pokémon mehr raus. Triplett. Ach herrje, was? Warum war das so stark? Okay, wir dürfen auch nicht vergessen, dass du ein bisschen unterlevelt bist. Ja, wie der Rest halt auch. Das kotzt mich schon wieder an. Das war das Einzige, was gerade was gegen Rabigator machen konnte. Zuflucht. Also was, Terra kristallisiert? Ich mache eine Schallwelle. Da sind wir, glaube ich, auf der sicheren Seite. Also Wahlband. Nee. So. Und dann hätten wir Polygon 2 schon mal erledigt. Und hau drauf! Naja, immerhin. Oh, Baltula. Hier ist noch wieder ein Gegner für Dings. Okay. Voltula, könntest du mir bitte keine weiteren Probleme machen mit deiner Scheißparalyse? Fände ich wirklich ziemlich, ziemlich freundlich von dir. Ganz kurz. Muss was. So. Mein PC hat gerade was gemacht, was er nicht sollte. So, das. Von unserem Main-Team ist ja wieder jeder tot. Wie irgendwie immer. Gefühlt. Und ich glaube echt, dass Pikachu ja gerade alles weiß. Was ziemlich wunderbar ist. Prima Donner. So, kannst du mal Galgantis reinschicken? Sehr entschuldigt bitte. Jetzt musste ich Flonk hat was schreiben, weil Flonk habe ich was gefragt. Jetzt ist alles irgendwie. Ich sollte jetzt was nicht in der Aufnahme machen, aber. Da kann Flonk schon ignorieren. Spaßkanone, ja, wir haben Spaß! Woo! Spaß! Spaß! Come on! Das. Oh mein Gott, ich habe halt nicht. Ja! So. Timothy wurde besiegt! Ich bin im zweiten Schuljahr. Danke für deine Antwort. Gut, das war ein ziemliches Massaker. Ich möchte nicht in diesem Polargebiet sein. So, ach man, ich drücke immer auf das Falsche. Warte, hier unten war eine Heilstation irgendwo.
Ich darf jetzt nur keinen älteren Trainer bekämpfen. Wir sind hier schon wieder. Waren wir hier schon? Ich weiß es halt einfach nicht. Ach, das ist hier. Okay, ja, da waren wir hier schon. Kletter, kletter, kletter diese Wand hoch. Und hier rüber. Okay. Von hier hat man so einen geilen Blick auf die Höhle. So, da oben war die Heilstation und von da aus können wir auch gleich nach oben klettern, dann geht das da weiter. Oh, ich glaube, von da oben kann man dann ein richtig geiles Foto von der Klippe machen. Ey. Ich lade die ja dann ins Pokewiki hoch. Ich bin ja derjenige, der jetzt auch für das Main Game die ganzen Bilder von den Orten hochgeladen hat. Das möchte ich natürlich auch hier wieder machen. Und da wäre das war da oben bestimmt richtig, richtig geil. So, wo war jetzt die Heilzentrale hier? Aber da oben leuchtet's. Wer will was? Wo kommst du jetzt her? Mach einen Dampfer. Okay. Schwibdiwab. Schwibbelbu. So, heilen. Wenn ich mal hier bin, kann ich noch ein paar Bälle kaufen. Weil ich halt die brauchen. So. Pokebälle. Ne, Pokebälle nicht, sondern mein Netzball habe ich eigentlich auch. Kann er auch mal benutzen. Was habe ich hier? Luxusball habe ich weniger. Ja, da brauche ich auch nicht so viele eigentlich. So, ich will Flottbälle kaufen. So, 40 Stück reichen erstmal. Kann ich aber Leber kaufen? Die nehme ich irgendwie nicht so aus. Naja, die ganzen Zutaten. Da doch, Beleber, hab's gesehen. Ha. Kaufen wir auch mal, 20 Stück. Das Geld haben wir ja jetzt erstmal. Okay. So, von hier aus können wir jetzt einfach mal nach oben. Nehmen wir mal den Berg. Berg ist der falsche Begriff, aber diese Konstruktion an Gestein. Und schauen, was oben auf uns wartet. Noch ein Trainer. Oh Gott, es ist ja wieder richtig komplex hier oben. Noch ein Schwarzer und ein Porygon. Ein Terra-Porygon. Okay. Go for it. Guten Tag. Was hast du für einen Typen? Elektro. Okay, war irgendwie zu erwarten. Kommt mir auch sehr gelegen, wilde Porygon. Wilde Porygon zu sehen. Macht mich schon wieder sowas von glücklich, Alter. So. Ach komm. Das sollte nicht unbedingt ein großes Hindernis sein, dieses Porygon. Das ist nur Level 60. Wie ich sagte, ich hoffe, man kann Porygon 2 und Z auch fangen, weil ich habe gar keinen Bock auf die Tauscherei. So, und du möchtest in einen Finsterball, habe ich gehört. So. You're welcome. Und ein Schnäppchen fangen. Prima. Wäre auch das erledigt. Gib dir keinen Spitznamen, denn du kommst auch nicht ins Team. Aber freut mich, dich kennengelernt zu haben. Hier ist ein Monsterkampf vor mir zu haben, ey. Naja, gut. Kämpfen wir erstmal gegen. Wer es wissen will, muss leiden. Hast du wieder Schwein gehabt, du Dreckvieh, Alter? Metallzaun! Lieber getroffen hast du. Was kannst du eigentlich? Ja? Was kannst du eigentlich? Risiko-Tackle. So, und jetzt verzieh dich. Und
Magnetilo-Schraube. Kannst du sonst wohin stecken, die Schraube? Was hättest du gerne? Wenn ich gegen Matt gewonnen hätte, wäre ich jetzt einer der Top 4. Wenn das so funktioniert, dann wäre ich auch schon einer. Cindy! Duraludon und Voltula, okay. Das könnte potenziell sehr eklig werden. Es könnte nicht, nur es wird. Es wird potenziell sehr eklig. Duraludon schwebt. Warum? Warum schwebst du? Okay. Von mir aus. Wenn du schweben willst, dann schweb mal. So, von mir ist geplatzt. Wie wäre jetzt gedacht? Ich weiß ja euch nicht, was deine Mission war. Mit dieser Taktik, aber okay. Irgendein Plan, was wir schon gehabt haben. So. Naja. Macht mir ein Spielchen. Geobatz. Auch du kannst mich mal gepflegt. Warte mal, das ist eigentlich. Machen wir erstmal Voltula klein, dann kannst du Psychokinese auf Geobatz einsetzen. Ach, komm schon. Das auch noch. So, mach dich weg, Geobatz. Oh mein Gott, das hat viel mehr aus, als ich dachte. Nervenbündel. Oh oh. Dude! Uncool! Was soll ich Muffet jetzt ausrichten? Giftiebe einsetzen, yay. So, und du gehst weiter auf Geowatz. Die nächste Steinkanne von Geowatz wollte ich da wahrscheinlich eh umbringen. Oh nein. Schockschwere Not, eine große Überraschung. Sind wir so weit gekommen, dass wir wieder absolut keine der Teammitglieder lebendig ja wieder am Schlüssel halten können. Mein Gott, ey. Natürlich trifft sie auch nochmal. Es lohnt sich schon gar nicht mehr, sich aufzuregen, wirklich. Weil es einfach nur noch abfuckt. So, ja. Keine Ahnung, mir egal. Mir egal. Es ist einfach so unspaßig. Das DLC ist so fantastisch und es wäre noch so viel fantastischer, wenn Kämpfe Spaß machen würden, wenn sie nicht komplett auf Competitive basieren würden. Und ich bin großer, großer Fan von Competitive, total. Obwohl, komm. Hammer, zack. Du, keine Ahnung, mach. Schallwelle. Naja. Egal. Stehen wir durch. Irgendwie müssen wir das alles reißen. Sieht so cool aus mit der kleinen Krone noch auf. Sieht sehr edel aus. Hey, hat fast schon Schaden gemacht gegenüber Setra King. Wow, du hast sogar einen Falltreffer bekommen. Heilt sich nochmal schön. Mensch, da freue ich mich aber. Da freue ich mich aber. Lehmbrühe. Fehlt, okay. Ach, das trifft natürlich deinen Partner nicht. Warum auch? Warum auch? Junge, dieses Geowatz. Regt mich so auf. Ja, erhöht deine Initiative. Donnerstoß. Yay. Das ist ein Chillabell gewesen. Junge.
Wie gesagt, die Kämpfe machen definitiv wahrscheinlich mehr Spaß, wenn man einfach ein volles Team hat, aber... Ich gehe nicht in ein neues Gebiet mit neuen Pokémon, um instant ein volles Team zu haben. Das macht man nicht. Aber was habe ich schon zu sagen? Ich bin ja nur so ein random Dude. Ich bin ja nur so ein random Dude. Okay. Das könnte natürlich schon eine Lebensbrühe reichen, um uns beide zu one-hitten. So viel Glück, wie ich ja gerade wieder sehe. Seetra kriegen wir doch nichts wiegen geführt, oder? Gegenbrühe, Galgantis verfehlt. Ja, wird dann Weiteres wahrscheinlich ausschalten. Ah, oh, Weiteres steht sogar noch. Ich kann es kaum glauben. Na dann. Wow, war fast schon Schaden, Mensch. Das haut mich ja richtig um. War das das, was ich denke? Ja, mach mal Ausdauer. Dann gehst du wenigstens nicht down. Und dann kann ich im Notfall heilen. Junge, ey, das kann jetzt nicht sein! Ich glaub das doch jetzt nicht, ey. Fuck mich doch nicht. Und wetten, das ist wieder Schlafrede. Wie immer. Das ist so lächerlich. Das ist so lächerlich. Gott, streck den Blödsinn doch nicht so, ey. Das ist das Schlimmste am Competitive. Das ist das meiste, wenn es aufhört schwer zu sein, nicht mehr schwer ist, sondern einfach nur noch abfuckt. Nur noch nervt. Einfach nur noch existiert, um zu nerven, ey. Ach, das ist Blödsinn. Ja, schlaf vor dich hin. Natürlich kann es Schlafrede. Oh, ey, es ist so unglaublich. Seetra King verliert KP, es hat auch noch ein Leben Orb und es ist endlich down, Junge. Eine anstrengende Scheiße, ohne Witz. Ja, heul dich aus. Schon wieder verloren. Meine Nerven verloren, wenn ich dich sehe. Gott. Das ist die blöde Heilstation. Ich glaube, hier unten war sie. War gerade ein Tarn hier? Oder war das was anderes? Hätte ein Tarn hier sein können. Bin mir gerade nicht sicher. Hätte auch einfach kein Tarn hier sein können. Bin mir da wirklich nicht so ganz sicher. Ja, ja. Komm. Komm. So. Klären wir wieder nach oben. Dann klären wir das jetzt nochmal hier. Na, das ist gerade vorne. Okay. Komm mal, Muffet nach vorne. Kann ein bisschen trainieren. Fotografiere ein fliegendes wildes Pokémon. Zählt das als Fliegen? Halt, falsche Taste. Zählt als Fliegen, okay. Oh Gott, geh weg. Fange ein Pokémon, wenn mir danach ist. Komm. Komm hoch. Okay, wie jawohl, geht's noch weiter nach oben. Hier ist ein Tarn hier, tatsächlich. Okay. Ich werde es mal nach da unten. Aber erstmal gucken, wo der Pfad hier noch hingeht. Obwohl, ist hier überhaupt noch irgendwo... richtiger Pfad?
hinten ist doch safe, also über dieser Brücke. Ich mal durch hier. Teno lassen sich mal leicht besiegen. Noch ein Trainer ist hier. Und noch ein schwarzer Trainer, ich glaub's auch. Wie viele gibt's denn hier noch? Steinhagel, okay. Ich muss die halt aber auch alle besiegen. Weil ich brauche die Level einfach unbedingt. Ja, du willst im Top 4 werden, das freut mich für dich. Der Joren. Was ein Name, ey. Teno und Magne Zone. Magneton und. Ihr wisst schon, was ich meine. So, Donnerblitz und. Das wird. Ich wollte gerade sagen, das ist nicht gut. Na, erstmal ein Lichtschild, dann können wir dich austauschen. Und profitieren wir ein bisschen davon. Gut, dass das Elekid quasi eingeschüchtert wurde dadurch. Elekid denkt sich so, oh fuck, Lichtschild, nee, ich bin weg hier. Steinkante. Hat Muffet verfehlt. Wunderbar. Okay. Oh, ein hellblauer. Nice. Du kannst nochmal hier angreifen. Und du, mein Freund, kannst ausgetauscht werden gegen Aki. Oh, warte, nein, warte. Du reist mit Donnerblitz mit Teno an und du kannst ausgetauscht werden gegen Aki. Gab's da jetzt irgendwas falsch zu verstehen? So. Ein geschützter Schild. Okay, irgendwann muss ich sie ja mal treffen. Immer Gargantus wieder. Der kann am besten eigentlich hier handeln von all den teilnehmenden Pokémon hier. So, mit dem Hammerarm auf Magne Zone. Du kannst Steinhagel mal machen. So. Da wäre Meteno schon mal besiegt. Und der Hammerarm könnte jetzt auch Galgantis ausschalten. Macht die Sonne ausschalten. Na okay, absolut nicht. Absolut nicht. Okay. Zurückgeschreckt. Und Joren schickt einen Rotom raus. Oh, natürlich ein Wasserrotom. Na, was auch sonst. Ich werde den Hammerarm hier drauf. Und. Ist ja Wasser Elektro jetzt. Dann machen wir wenigstens die Doppelschwäche weg. Ich greife mit Knirscher Rotom an. Gut. Okay, so viel Schaden hat er dann gedroppt. Oh mein Gott. Diese schwarzen Kämpfe. Ey, es ist so unglaublich. Es ist so unglaublich. Komm, jetzt können wir Flauschiwesen wieder rausholen. Psychokinese einsetzen. Soll das Beste sein gegen Rotom. Du setzt hier einen Flammenblitz auf Magne Zone ein, damit das auch mal erledigt ist. Prima. Nice.
Zitrubär kannst du dir sonst wohin schieben. Du wirst eh bald enden. Okay, das Lichtschild hört auf zu wirken. Von mir aus. Oh, er hat noch eins. Hast du 6 Pokémon oder was? Ne, 4. Als ob. Als Knirscher einsetzen. Oh, das macht guten Schaden. Guck mal, wie die Psychokinese brettert. Nicht genügend. So, dann kann ich aber in der nächsten Runde einen Steinhagel einsetzen. Dann ist Rotom schon mal. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. ja. Nee. Gut. Machen wir eine Psychokinese auf Golgantis und du kannst einfach mal einen Eisenschädel auf Rotom einsetzen. Ich glaube, das macht jetzt auch nicht mehr viel Unterschied. Aber Golgantis muss auf jeden Fall jetzt den meisten Schaden stecken. Und Bolterus kann dann noch. Oh, Hydrobomb betrifft nicht. Sehr schön. Und jetzt beende den Kampf. Es kann jetzt nicht sein, oder? Also, dass es noch aufmuckt. Es kann nicht. Mann, ey. So. Sehr schön. Meine Güte, aber auch. Hey, auf was für einen Rang bist du? Ich bin auf den Rang, lass mich ja in Ruhe. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Pokémon Purpur. Bis dahin.